Emils, bist du schon wieder neugierig? Ja, du weißt ja, ich bin wissenshungrig. Was bedeutet Termsheet? Termsheet ist die Vorstufe eines Vertrages. Hat ja keinen Sinn, zum Notar zu gehen, 30 Seiten juristische Texte durchzulesen und sich über die wichtigsten Eckdaten wie Bewertung, wann kriegt wer das Geld zurück, nicht einig zu sein. Ist die Vorstufe. Ich nehme erstmal einen Vitamin-C-Shot. Tschüss! Okay, perfekt. Danke dir, Carsten. Zu Termsheets gibt es natürlich noch ganz viel zu erzählen. Man kann sich das ganz einfach so vorstellen, eine Familie will ein Testament machen, die setzen sich am Kaffeetisch zusammen oder klären das am Küchentisch und haben sich geeinigt über die Grunddinge. Das wird dann in einen ganz langen juristischen Text gegossen. Das ist dann der notarielle Vertrag oder das von einem Juristen aufgesetzte Testament. Da stehen dann so Dinge drin, wenn die eine Passage nicht umgesetzt werden kann, soll eine ähnliche gelten, der Rest ist aber weiter gültig etc. Termsheet ist meist die Bewertung. Wie viel Geld fließt in der Runde? Wenn die Startups ihre Planung verfehlen, ist manchmal eine Regel vorgesehen, dass die Bewertung dann rückwirkend angepasst wird. Also wenn die Umsätze 30% niedriger sind, dann war auch die Bewertung wahrscheinlich 30% niedriger. Und dann bekommen eben Investoren statt 10%, meinetwegen 13%. Es wird auch geklärt, wenn ein Notverkauf ist und viele Millionen in das Startup geflossen sind, aber nur 1 Million als Beispiel Verkaufserlös erzielt wird, wer kriegt vorrangig Geld oder kriegen alle Geld? Es wird geregelt, in einer nächsten Finanzierungsrunde haben zum Beispiel die Investoren die Chance, wieder zu investieren. Sie haben also ein Prorate, ein Vorrecht weiterzuzeichnen. Ja, ich hoffe, dass ihr jetzt ein bisschen mehr über Termsheet versteht. Es ist die Vorstufe und beim Notar sind das dann oft 40, 50 Seiten mit Anlagen. Wir haben schon mal für die längste Beurkundung 18 Stunden gebraucht, 130 Seiten Notarvertrag und ungefähr 1000 Seiten Anlage. Aber so lange dauert es heute nicht. Ich freue mich schon auf nächsten Montag, aber jetzt will ich natürlich meine Löwenkollegen und tolle Gründerinnen und Gründer sehen.